Hallo, wir sind da. Helle? Ich bin die Ursi und das ist unser Gustl. Und mit ihm fahren wir vorwiegend in Deutschland umher. Verstärkt wollen wir jetzt aber auch die europäischen Nachbarländer besuchen. Nicht nur die Nachbarländer, wir wollen auch nach Spanien fahren. Wir haben auch die Achso, ja. nordischen Länder im Auge und da sind wir mit unserer Drohne unterwegs. Wir fliegen dann auch öfters mal mit unserer Drohne rum, zeigen ein paar Landschaftsbilder. Aber wir fahren auch hauptsächlich Orte an, an der irgendwelche Historie ist. Denn das interessiert uns, wir sind geschichtlich interessiert. Ja. Und da erzählen wir dann auch immer die eine oder andere Geschichte. Jawohl, aber nicht nur die historische Städte fahren wir an, sondern auch mit unseren Fahrrädern fahren wir gern in die Landschaft, also sprich ans Wasser, in die Berge, in den Wald, also überall. Wir suchen vermeintlich schöne Orte. Und das machen wir sommers wie Wie Winters, winters. genau. Und wir erzählen eigentlich viel, alles so ums Reisen mit dem Wohnmobil, egal ob es über einen Stellplatz ist, ob es über schöne Ziele Oder sind. auch mal technische Tipps. Ja, genau, also so querbeet versuchen wir alles ein bisschen in einem Video darzustellen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann würden wir uns freuen. Abonniert doch einfach unseren Kanal. Dann verpasst ihr nämlich nicht, wenn ein neues Video von uns veröffentlicht wird. Und wenn euch das dann gefallen hat, Dann, dann freuen wir uns immer, wenn wir einen Daumen hoch kriegen. ja, das freut uns ungemein. Also, es würde uns freuen, wenn ihr in Zukunft dabei seid. Und bis demnächst dann. Ja, also, Ciao. tschüss. Piff, paff, piff, paff. Und der Herzog hat gemeint, die wollen ihn veräppeln und hat sie dann in den Turm einsperren lassen, bis dann das. Schöne Geschichte. Ich liebe solche Geschichten. Ich hadere ja immer ein bisschen mit der Medizin, ja, mit der medizinischen Versorgung. Und ich sage, eigentlich müsste man ein Wohnmobil auf Krankenschein bekommen. Ja, also. Aber die Ärzte verschreiben das nicht, die verschreiben nur Tabletten, ja. Verzerrtem Gesicht. Ganz geheuer ist dir nicht, oder? Ich hab's niemals gedacht. Ja, geh rüber, das sollen wir umdrehen. Wow.